Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Dienstag, den 21. März. Seit 2 Jahren gibt es im Nienburger Rathaus die muttersprachliche Beratung. Das Angebot läuft gut. Rund 600 Menschen mit Migrationshintergrund nehmen es regelmäßig in Anspruch. Am 3. April sollen die Bauarbeiten an der Rehburger Ortsdurchfahrt beginnen. Während der 15-monatigen Bauphase ist die Ortsdurchfahrt voraussichtlich komplett dicht. Die Geschäfte sollen jedoch weiterhin erreichbar bleiben. Almut Birkenstock-Koll koordiniert seit einem halben Jahr die Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Nienburg und berichtet über die aktuellen Herausforderungen. Und ihr Mann Ingo Koll, ebenfalls Pastor, aber im Ruhestand, leistet Bildungsarbeit und baut im Internet die Wikipedia-Enzyklopädie für Swahili auf. Der älteste Pflug Deutschlands wurde in Mehlbergen gefunden. Er stammt aus der Zeit etwa um 2800 vor Christus. Im Nienburger Museum wird am Donnerstag eine Ausstellung mit dem Titel Die Erfindung des Traktors eröffnet. Zum Sport. Schiedsrichter Yannick Bartz stand beim Kreisliga-Spitzenspiel zwischen den Fußballern des RW Isdorf und des SC Marklohe im Fokus. Am Ende sah Marklohe 3-mal rot und darf sich wohl noch auf weitere Sperren einstellen. Bartz verfasste einen Sonderbericht. In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Dienstagabend zum Derby zwischen dem TuS Dragenburg und dem Landesberger SV. Dragenburgs Ferenc Hilker ist dabei wieder eine Option für den Kader. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Dienstag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.